Ich parkiere hier vor der Eni-Tankstelle, denn die Tankstellen haben nicht gerne Elektroautos, wie Sie wissen. Ich kaufe aber die Eni-Aktie, denn sie ist auf meiner Top-10-Liste aufgetaucht. Sie können sich erinnern, Ölaktien sind eine gute Versicherung für Inflation, denn der Ölpreis steigt mit der Inflation. Sie können sich aber auch erinnern, Ölaktien sind kein guter Schutz gegen eine Rezession, denn wenn die Leute weniger arbeiten, brauchen sie auch weniger Öl. Warum kaufe ich also Eni, die Ölaktie, wenn ich selber an die Elektromobilität glaube und wenn es gar keine gute Versicherung gegen eine Rezession ist? Nun ganz einfach. Erstens gibt es viele Anwendungen von Öl, nicht nur das Autofahren. Zweitens kann es durchaus sein, dass der technische Fortschritt die Probleme von Öle wieder reduziert. Das ist auch denkbar. Und drittens, vielleicht am wichtigsten, wenn etwas sehr unbeliebt ist, wie gerade das Öl heute, dann kriegt man es wirklich billig. Ich kann mich noch gut erinnern, als VW das Abgasskandal hatte. Die VW-Aktie war nach dem Abgasskandal eines der besten Anlagen in Deutschland. Nun, es kann gleich sein mit dem Ölsektor, der zurzeit sehr unbeliebt ist und der deshalb auch sehr günstig ist und auf diesem Grunde auch sehr gute Obermarktränge erhält. Ich habe mich entschieden, Eni zu kaufen. Das ist meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Entscheidung.